Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge 7D2D. Ich werde kurz die Hütte nicht fertig bauen, aber ganz kurz zwei Reihen Holzrahmen bauen, also Gitter, und die Tresortür aufstellen. Dann begeben wir uns zum Händler und werden mal ganz kurz gucken, ob er ein paar Missionen für uns hat. Und dann fahren wir eine mal los. Ich habe soweit erstmal alles vorbereitet. Das heißt, die Vorbereitung indessen, ich habe Motorrad leer gemacht. Bleibt Benzin dabei? Benzin habe ich nicht dabei, das ist schlecht. Muss ich noch Benzin holen. Oder wir müssen ganz schnell Benzin aus dem Auto holen. Also so, Tür. Hier soll später noch ein Fußboden rein, ne? Also das soll nicht so bleiben. So. Das soll so erfolgen hier, ne? Zwar in zwei Reihen im Grunde. Was ich noch machen muss, ist aufwerten, denn so hält das nicht viel, ne? So. Ich mache da nur ganz kurz fertig, damit wir hier was zu sehen ist. Beim nächsten Mal kann ich dann nachts aufwerten. Das mache ich dann alleine. Das ist für den nächsten Blutmond, wenn ich Glück habe, schaffe. Dann können wir das hier uns verbringen die Zeit und wir können die Zombies entsprechend mal bekämpfen. So, außen ist fertig, da eine Tür noch. Was ganz wichtig ist, ne? Dass uns hier nicht. Weil das Gitter kann man nicht durchschießen und wir können sie überall erreichen, ne? Das ist ganz wichtig. So, hier kommt dann noch ein Fußboden rein. Dinge haben wir wieder weg. Also auf der Höhe kommt ein Fußboden, dass wir also hier stehen können im Prinzip. So, und hier unten kommt dann noch eine Verstärkung rein. So, dass wir nicht gleich anklopfen können. Deswegen auf der Ebene, weil hier ist es 5000 und da oben müssen es 2500 sein. Vom Wert her. Mal ganz kurz Benzin holen. Ohne Benzin wird es knapp. Motorrad braucht recht viel und dann müssen wir entsprechend. Der Händler macht um 5:30 auf. Also so eilig ist es auch hier nicht. Das Teil haben wir auch dabei, ja genau, 6. Ich habe jetzt Panzermunition mitgenommen für Turret. Bisschen wirksamer gegen die Zombies. Benzin. Da haben wir ja. Da haben wir nichts. Da war leer. Brauche ich ja mindestens für 2000 auf jeden Fall. Wahnsinn, nichts da. Doch da. 10.000. Nur 10.000 mit. So, der Rest ist raus. Das können wir hier lassen. Ne, da. Das nehmen wir mit. Ja, Pistole. Hier meine Verbandskasten. Wirksam sofort. Gegen alles Mögliche, ne? Gut. Auf zum Händler. Pistole. Ich habe ja irgendwo hier ein System. Also. Denke ich mal, ne?
So, Munition dabei. Essen. Habe ich Essen dabei? Nee. Müsste man auch mitnehmen, ne? Das wäre nämlich ganz gut. Bisschen. Ja. 5 Stück. Reicht nicht ganz. Kann sein, dass es knapp wird. Lammration und einmal eine Dose Nudeln. So, Wasser dabei. Wasser haben wir auch nicht dabei. Das wäre auch ganz schlecht. Weil der Durst kommt garantiert irgendwann. Antibiotika wäre nicht schlecht. Einmal Vitaminpillen. So. Irgendwo hatte ich Wasser gehabt. Ah, 10 Stück. Gut. Wasser essen, Vitamine. Und ich hoffe, alles rausgenommen, was wir nicht brauchen. Erdbohr brauchen wir schon. Um mal ab und zu mal safe knacken zu können. Ich überlege, ob wir dann zum Dings fahren. Bin so alleine hier. So. Ja, wenn ihr Wünsche habt, einfach mal reinschauen in die Kommentare. Ich bin da für alles offen. Bin gerne bereit, auch ein paar Wünsche zu erfüllen. Seht ihr, Benzin ist schon fast alle. Da immer ganz kurz nachkippen. So. Gehen wir rein. Schon 7 Uhr. Zeit vergeht aber auch schnell. Brauchen eine gute Munition. Ich musste auch den Rechner neu starten. Jetzt gibt es anscheinend keine Rechner mehr. Ja, genau. Hallo. Ja. Hast du was für mich? Hast doch kein Geld dabei. Aber das könnte man ja bei Gelegenheit holen, ne? Nein. Hat er nicht. I got better things to do than stare at the likes of you. Oh, abholen. Beseitige Zombies. Westen. There's this complicated Dann situation. fahren wir da hin. I'll be goddamn. Eine Dreiermission, mal was anderes. I didn't Mal ein anderes Gebäude. Ja, auf geht's. Eine Pistole in der Hand nehmen. Das ist nicht gut. Ich habe nur 2 Schuss. Das heißt, muss das mal öffnen. Und umändern, ne? Ich meine, die 2 Munition ist was schade, aber ich muss für den Kampf voll Magazin haben, ne? Sonst ist das schlecht, mittendrin zu wechseln, ne? Eine andere Munition. Durch diese hohle Gasse musst du gehen. Oh, wie ist das mal? Ups. Ja, Tank ist voll. Ein leerer Tank wäre ganz schlecht. Also, die Strecke ist nicht weit, Motorrad ist schnell. Kann man ganz schnell hinkommen. Bei sehr langen Strecken müsste man im Prinzip kurz unterbrechen. Päuschen machen. Bergbau mache ich auch alleine. Das wäre zu langweilig. So, was haben wir Schönes hier? Wo kommen wir da hin? Warum raucht es? Paket. Paketsammlung könnten wir auch mal. Ne? Oh, wie ein schönes Haus. Eine offene Tür.
Junge, Junge. Dreimal an ihm geschossen. Ja, ein Schrank war klar. Ich habe mich erschrocken. Kommen denn die alle her? Ah! Bin immer leichtsinnig, ich bin so schnell. Hier waren wir gewesen. Hinter mir. Mein Dings rennt, mein Messing. So. Hier nach oben gehen, ne? Nach oben müssen ein paar sein. Und dann können wir anfangen. Oh, wir sind gerade hier wieder, ne? Bücher. Oh. Der ist heftig. Erste Grüne von der Größe. Passt nicht durch. Boah, noch nicht tot. Das ist panzerbrechende Munition. 1600 XP. Standardeinstellung. Wahnsinn. 1600 XP. Kennen wir schon. Essen. Wahnsinn. Fitnessstudio. Was ist gut? Ich habe noch nicht alle erwischt. Testosteron. Schau mal, was dahinter ist. Ich glaube Dachterrasse. Nö. Oh, hier geht's eine Höhe. Ein Dachgeschoss. Den habe ich auch nicht grün erlebt. Heftig. Mal nachladen. Noch nicht alle erwischt. Ey, da ist Stufe 3. Grüße.
Ich mag keine Hunde, gerade nicht diese. Aber ihr Fleisch brauchen. Mein Garten. Ich glaube, Messer besser gewesen. Wieder hoch. Ist ja alles kaputt. Improvisiert. Der hat eine neue Textur bekommen. Das ist der Banker. Nadel und Faden. Ah, da ist noch einer. Ich möchte aber gerne den Hund mal zerlegen. Ich habe jetzt hier genommen 6 und mit dem Messer. Mit dem Messer mal gucken, ob ich da mehr kriege. 3, 4, 8, 2 mehr. Aha, okay. Lohnt sich also im Großen und Ganzen. Geier. So gedacht, ein Geier. Bin auch fertig hier, ne? Gut, was zerlegen können. Ein Messer kann man gebrauchen. Oh Gott, hier alles voll. Oh. Gut, essen wir was. Legen. Ich könnte es verkaufen, aber ich werde es einfach nutzen. Gerade gekommen. Irgendwo was gewesen. Also irgendwie mit dem Bissen. Mit einem Ding voll gemacht. Oh, Messing 2. Gut, Türen zerlegen noch ganz kurz, die ich jetzt erwische unterwegs. Weil da das Messing enthalten. Können wir mitnehmen. Die Griffe sind ja mal ganz gut gebrauchen. Da oben ist keins mehr. Hier nochmal versteckt. Ups. Ein bisschen was gekriegt. Hier noch was. Schränke. Gut. Viel Plunder. Wahnsinn. Ich werde wahnsinnig. Kein Platz. Brauchen wir nicht. Das Ding kann man nicht brauchen, ne? Die Federn zum Beispiel. Ist nicht notwendig. So, noch eine Tür. Messing. Wir haben alle Türen erwischt. Gut, da gehen wir ein Häuschen ein, da hinten oder so, ne? Schon mal hier sind, ne? Den Händler können wir reden, da ist noch Zeit. Oh, Näschen. Bäume weg. Hier ist da was Schönes mit Farbe, ne? Das Feuerwehr.
Und gleich mal auserlegen hier. Aber ich stelle gerade fest, wir sind ja voll. Wasser. Farbstoff. Kleber, das können wir eh brauchen. Das darf man nicht stecken können, ne? Beziehungsweise nicht so oft haben. Nähset. Grundstoff. Messing. Rohre, könnte man zerlegen zur Not. Knochen. Ich räume alles aus. Wir können es dann ja wieder einräumen. Geht relativ zügig. Mineralwasser ist gerade wichtig. Schraubenfedern. Öl. Das sind Sachen bei, die sind wichtig. Was wir so nicht sonst mühevoll herstellen müssten, ne? Huhn. Na, das kann man hier leben lassen, ne? Gehen wir in die Feuerwehr rein hier. Das Auto muss erlegen gleich. Das ist keine Mission, das ist einfach so, ne? Der Erdbohrer. Kommen wieder häufiger die Erdbohrer. So. Klopfen wir hier an. Mal sehen, wer zu Hause ist. Jups, einer ist da. Da, Soldat. Rühren. Rühren. Bleib liegen, ruh dich aus. Sieht schon so schlecht aus. Du siehst schon so schlecht aus. Du erst. Wow. Junge, du hast ja was Ungünstiges gegessen. Also irgendwas hast du was gegessen. Ist ja richtig unangenehm. Bösen Geruch. Das ist gegen Arbeitsschutz hier. Unfallgefahr. Ach, miss es. Bleib liegen. Wo befinden wir uns überhaupt? Ja, lass mal nicht mal ein Stückchen reinfahren, ne? Hier hätte man grillen können, ne? Schöne Aussicht. Und das ist keine Treppe, das ist einfach so ein Mauerwerk. So, war hier noch was Schönes? Nö. Da muss ein Clubhaus gewesen sein oder sowas ähnliches. So, naja, so ein Laden oder irgend sowas. Keine Ahnung. Ach, Scheißhaus haben wir hier auch. So war nichts zu holen. Kommen die alle her plötzlich her? Nachzügler. Na, Feuerwehr war das hier nicht. Irgendwo was gewesen hier.
Interessant. Komm mal hier lang. Noch 60 Zeit. 5 haben wir noch. Ich versuche mal ungefähr eine halbe Stunde hinzubekommen, weil das einfach zu kurz, nur dann, wenn es alles nicht anders geht, ne? Das Gras abgehalten, Munition. Der erste höre ich nach langer Zeit. Sind wir reine? Man weiß ja nie, ne? Tierfett. So ein Bogen, ja, schöner Bogen. Verwenden wir aber nicht, ne? So, mal gucken, was hier Schönes gibt hier. Ich war hier noch nicht, deswegen mal kurz gucken. Upsala. Man muss dann einen Erdschuss gegeben haben oder irgendwas ähnliches. War dann Hase. So, ich war, das soll es halt auch für heute gewesen sein. Wenn was Spannendes kommt, hole ich wieder ab. Dann halt mal tschüss und ciao, ciao. Ja. Worum geht's hier weiter? Hier in. Ja. Ich beide Sachen im Arsch. Hier. Ein Zombieland. Tschüss.